Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Ausgabe von bester-film.de, im Internet zu finden auf bester-film.de. Und der Arne und ich. Genau, also ich bin ich. Wir sitzen wieder im Cinemax in Kiel im Kap. Vielen Dank, dass wir es wieder hier machen dürfen. Und haben gerade eben viel Blut gesehen. Ein Roadtrip haben wir uns angeguckt. Blutigen Roadtrip. In der Zukunft. Der mich ein ganz klein bisschen an den letzten Star Wars erinnerte. Okay, da können wir ja gleich mal drüber reden, weil das kriege ich jetzt gerade nicht zusammen. Was wir gesehen haben, war Logan, The Wolverine und wie es hier auch richtig schön steht, düster, brutal, dreckig, Hugh Jackman in einem kompromisslosen Action-Trip. Ja, ob das jetzt alles hinkommt, da reden wir jetzt mal drüber. Tatsächlich, blutig ist es auf jeden Fall. Hugh Jackman ist dabei, Jolt Wolverine. Und sie sind alle, sagen wir mal so, klinisch schön ist da was anderes. Wir spielen in einer nahen Zukunft, irgendwo in den 20ern, 2020ern. Und also Wolverine hängt an der Flasche. Dann haben wir noch Patrick Stewart als Charles wieder. Der hat mit dem Kopf, da ist auch nicht mehr alles so richtig. Also eigentlich eine ziemlich kaputte X-Men-Clique, die wir da noch haben. Ja. Sowieso eigentlich nicht mehr lang, also es waren sowieso nicht mehr viele da. Nee, genau. Die anderen sind irgendwie hinüber. Es wird nicht genau geklärt, wieso, weshalb, warum. Die sind nicht mehr da. Die anderen müssen sich verstecken. Es gibt keine Mutanten. Schwierig irgendwie. Irgendwie das eine, das andere. Und die hängen ja, leben von einem Tag auf dem anderen, wollen auf ein Schiff, brauchen das Geld. Sie wollen sich eine Yacht kaufen, nicht? Also es ist nicht so das gelobte Schiff, ne? Die Titanic. Doch. Ja, so sie wollen. Also es ist schon irgendwie das gelobte Schiff, wo sie sozusagen der Sehnsuchtsort, wo sie hinwollen. Und dann kommt ein kleines Mädchen und dann alles wird anders. Ein Wort das andere. Genau. Und dann wird es ein Roadtrip. Ja, damit können wir vielleicht schon mal anfangen. Ich fand es am Anfang ein ziemlich interessantes Setting, weil es so ganz anders X-Men ist. Ja. Und ich glaube, das hatte ich auch gelesen, viele X-Men-Fans wünschten sich eigentlich mal mehr so dieses Dreckige, so wie es wohl auch in einigen der Comics ist, die ich nicht gelesen habe. Die Comics kommen übrigens drin vor. Ist auch mal ganz witziger Twist, sozusagen die X-Men-Comics. Also als ein, zwei Seitenhiebe. Aber da fängt es gut an am Anfang. Und ich wette, diese, die das gerne mal ein bisschen düster, brutal, mehr so comic-mäßig haben wollten, sind mit diesem Film auch nicht zufrieden. Ja, aber also fangen wir erstmal an. Anfang, okay, fand ich. Also wirklich spannend. Ja. Dachte ich, boah, jetzt mal ganz was anderes, das wird richtig interessant. Ja, nachher wird es dann doch so 0815 Roadmovie. Danach ist er einfach vorhersehbar, muss man ganz einfach sagen. Es ist einfach klar. Es ist einfach klar von Anfang an, was passiert. Man weiß nicht genau wann, okay, aber das und was ist ganz, ist einfach klar, leider. Ja, das fand ich nämlich auch. Und es leider dann auch wieder an einigen Stellen, wo man denkt, ja, also Dinge, die einfach nicht logisch sind. Also, ich will nicht zu viel erzählen, also es gibt natürlich Mutanten, die Sonderfähigkeiten haben, die sie aber an bestimmten Stellen dann nicht nutzen, an anderen dann doch wieder. Das hat mich schon mal wieder, war der Story dann wohl wahrscheinlich geschuldet. Es ist so schade, weil dieses Setting wäre richtig, richtig cool gewesen. Ja, also das Setting vom Anfang, wo ich mit dem Fortschritt des Films nicht einverstanden, muss ich sagen. Mit den Story-Entscheidungen bin ich nicht einverstanden, muss ich sagen. Gut, ich bin jetzt auch der geringste aller Probleme dafür, für die Leute, die das sich ausgedacht haben. Aber ich schätze eine andere Art von Film und ich schätze eine andere Art von Outcome. Und es ist sehr blutig. Also, wo wir uns, wo ich noch gedacht hatte, jetzt bei Jack Reacher 2 letztes Mal, das geht ja für 18 noch. Der hier ist ab 16 und da wird aber deutlich mehr, würde ich mal sagen, gesplattert. Ja, also Hut ab vor dem, wir enthaupten hier mal alle, die nicht ganz so nicht bei 3 auf dem Baum sind. Also. Ja, oder auch anders, nicht? Also lass mal stecken, Kumpel. Ne? Und das von so einem kleinen Mädchen. Hopp. Ja, kommt auch noch, genau. Wobei das Mädel übrigens ganz interessant finde. Also die hat das gut gespielt, ist ja, sagt nicht viel, aber ist auf jeden Fall ein ganz interessanter Charakter. Hat mich an Arnold erinnert, nicht? In seinem ersten Film hat er auch nicht viel geredet und hat auch viel Geld verdient. Ja, okay, Arnold mit 11 vielleicht. Und als Mädchen. Ja, also ganz interessant, aber finde ich auf jeden Fall Charles, der ja auch eine ganz andere Rolle, nicht mehr so dieser übermächtige Übervater, sondern ein sehr gebrechlicher alter Mann ist plötzlich. Ja, aber auch aus der hätte man mehr machen können. Ich finde das, jetzt muss man aufpassen, was wir sagen dazu, zu dem ganzen Kram, ne? Darf ich ja wieder nicht mehr sagen, tippe ich mal, sonst würde ich wieder rausgeschnitten.
da hätte man mehr draus machen können und ich bin auch da nicht zufrieden. Und ich bin noch nicht einverstanden. Okay, gut. Damit können wir auch schon zur Wertung kommen, glaube ich. 2D übrigens das Ganze. Und ja, schwierig. Also Setting okay. Also wie gesagt, ganz interessantes Zukunftsszenario, wobei die Zukunft erstaunlicherweise doch sehr wie bei uns aussieht. Die Handys haben sich auch nicht viel verändert. Aber gut, es ist ja auch nur eine nahe Zukunft. Es sind, die Bösen sind natürlich wieder böse und dann doch sehr eindimensional böse, weil sie natürlich die gleichen Fehler machen wie seit Jahrhunderten die Bösen in Filmen, nämlich dass sie ja sich überschätzen, aber egal. Deswegen von meiner Seite wieder nur 6 Punkte. Also Sonderpunkte eben für das tolle, die tollen Grundideen, Abzüge eben für das sehr vorhersehbare Roadmovie am Ende. Ja. Oder ab der Hälfte ungefähr. Ich wollte gerade sagen, zum Ende ist das Roadmovie nicht absehbar, nicht? Also das ist schon weit vorher. Und also ich bin auch wirklich nicht zufrieden, ich bin nicht einverstanden mit Arne ist nicht zufrieden. Nicht zufrieden. Und wir wissen in dem Film, was mit Leuten passiert, die nicht zufrieden sind. Genau. Also was sie machen. Also ich bin nicht zufrieden mit dem, was passiert, was als Ergebnis stattfindet und wie der Film endet. Bin ich nicht zufrieden. Das hasse ich wie die Pest, sowas. Insofern 6 Punkte und ich bin fast geneigt, noch weiter runter zu gehen, weil ich einfach mich das genervt hat. Und ich auch mit der Vorhersehbarkeit von dem, was passiert und wie es passiert und na Gott, also ich fand das eigentlich nicht okay. Da hatten mir die alten X-Men-Movies besser gefallen, auch wenn sie vielleicht ein bisschen geleckter waren. Also insofern 6 Punkte gehe ich konform mit, weil ich mich eigentlich kaum, naja, ich möchte gern weiter runter, aber eigentlich ist dann auch schon wieder zu fies für den Film. Er ist ja gut gemacht irgendwie, aber naja, gut, 6 Punkte. Ja, gut, sind wir uns doch einig, ne? Also, jo, damit sind wir durch, ne? Waren viele Trailer, viele interessante Filme auch. Live, ja, da hat man das Gefühl, wenn man den Trailer gesehen hat, hat man den Film auch im Prinzip eigentlich schon gesehen. Aber waren noch ein paar andere ganz interessante. Und hier, wie heißt die da? Kong, Skull Island. Ja, da weiß ich auch noch nicht. Finde ich den sehen oder nicht? Oh, der ist, glaube ich, cool gemacht. Ja, okay. Der sieht zumindest so richtig aus, als wäre da ordentlich was. Das Setting, Wumms. Ja, Wumms und Weltsetting gut gemacht. Ja, und wieder werden viele Leute da sterben, glaube ich, so wie ich den Trailer einschätze. Ja, zieht sich so durch, wie ein im wahrsten Sinne roter Faden durch unsere bisherigen Rezensionen in diesem Jahr. Und das wird wohl wahrscheinlich auch noch erstmal weitergehen, ne? Der hier mit Frau, wie heißt sie? Scarlett Johansson. Ghost in the Shell oder so. Ja. Der machte auch einen sehr interessanten Eindruck. Ja, haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet. Gab ein bisschen Kritik ja drüber, weil es ja eigentlich japanisch typisch, glaube ich, war und da jetzt von Hollywood. Aber egal, werden wir dann reden, wenn wir ihn gesehen haben. Wir wollen das nicht vorweggreifen. Das war's für heute, glaube ich. Wir müssen ins Bett. Bis zum nächsten Mal sagen, auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Der Henry. Und Arne, tschüss. Gute Nacht. Tschüss.